Und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir müssen heute über eine ganz besondere Person sprechen, die in der letzten Zeit sehr stark in der Kritik stand. Ich möchte an der Stelle dieses Thema nochmal aufgreifen und selber aus meiner eigenen Perspektive diese ganze Thematik nochmal einordnen. Für die Leute, die ähnlich wie ich unter einem Stein leben, nochmal hier genau was passiert ist. Und zwar ist unser aller Freund, der unglaublich sympathische, absolute Ehrenmann Screws auf Twitch gebannt worden. Auf Deutsch hat dieser Tweet nicht so den richtigen Vibe. Auf Englisch gibt das der ganzen Thematik die nötige Theatrale, die es bei so einer Thematik braucht. The Matrix attacked me. Wie lächerlich ist das bitte? Bei der Kamera in einem Tanktop zu sitzen mit Sonnenbrille, in einem geschlossenen Gebäude, freiwillig, ist ein bisschen cringe. Ich habe bereits in der Vergangenheit zu der Thematik, die Screws jetzt gerade wieder aufgemacht hat, wofür er wahrscheinlich auch gebannt worden ist, ein Video zu gemacht. Wir werden jetzt nochmal sozusagen in der Vergangenheit zurückgehen und aufzeigen, warum Screws Weg dort geendet hat, wo er jetzt gerade anscheinend ist. Aber weil ich weiß, dass auch viele andere, größere, bessere Creator schon Videos zu dieser Thematik gemacht haben, werde ich das nicht nochmal alles selber reproduzieren, sondern wir werden uns da vom Content von anderen längs hangeln, denn ich bin ein großer Freund von effektiver Faulheit. Und an der Stelle lasse ich Trey Kaiser übernehmen. Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zurück bei der besten Sendung auf ganz YouTube. Ihr habt es richtig gehört. Heute geht es um Screws. Ho! Screws ist ein deutscher YouTuber und Streamer, der für seine Casino-Streams und peinlichen Auftritte bekannt ist. Für den Zweck dieses Videos ist es für uns jetzt erstmal relevant, warum ist Screws überhaupt erst so groß und relevant geworden innerhalb der Szene und weshalb steht er in der letzten Zeit so stark in der Kritik mit der Reichweite, die er sich aufgebaut hat. Und um herauszufinden, wie er seine riesige Reichweite aufgebaut hat, ist folgender Clip notwendig. Screws heißt mit echtem Namen Theo und hat 2016 mit YouTube begonnen. Er hat vor allem FIFA-Content gemacht und ist dann auf GTA 5 Roleplay umgestiegen. Das war actually ein ziemlich Baba-Move, vor allem halt zu der Zeit, aber da ist es gerade so richtig geboomt. Und nachdem du halt in dem Modus mit anderen YouTubern und anderen Streamern gezwungenermaßen kooperieren musst, kannst du dir halt in relativ kürzester Zeit eine recht große Community aufbauen. Und genau das ist auch passiert. Er hat nach ein paar Jahren ein relativ großes Following aufgebaut und das halt vor allem auf Twitch. Und was macht man, wenn man eine Community hat, wo man es geschafft hat, diese an sich zu binden, aber man selber keine wirklichen moralischen Werte vertritt? Man streamt Casino. Was auch unter anderem der Grund war, warum er so stark kritisiert wird. Generell ist das Streamen von Casino-Inhalten innerhalb des Creative Space ziemlich verpönt. Das ist letztendlich auch der Grund, warum es Creatoren wie Orange um Orange oder Screws oder The Real Bussy schwerfällt, innerhalb des Creative Space mit anderen Streamern zu connecten und Projekte voranzutreiben, so wie es zum Beispiel innerhalb der eher salonfähigeren Bubble getan wird. Dabei gibt es natürlich einige Ausnahmen, unter anderem die wirklich großen Größen innerhalb des Streaming und Creation Games. Diese werden zwar kritisiert, dass sie mit ihrer Reichweite glücksspielartige Spiele und im Allgemeinen Glücksspiel beherrlichen, jedoch führt das nicht dazu, dass sie ans Rande des Content Creation Games gedrängt werden. Diese Ausnahmen greifen allerdings nicht bei Screws oder Orange um Orange, was diese beiden dazu führt, drastischere Maßnahmen zu ergreifen, um im Spiel um die Relevanz und um die Reichweite nicht abgehängt zu werden. Denn, und das müssen wir uns vor Augen halten, ein Casino-Deal-Partner ist ein Unternehmen, das natürlich ein Interesse hat, dass man weiterhin Reichweite und Relevanz beibehält und sie am besten sogar noch steigert. Und was macht man, wenn man Schwierigkeiten hat, ohne wirkliche eigene Inhalte an Relevanz hinzuzugewinnen? Man polarisiert, unter anderem mit Provozieren. Und damit beginnen wir auch in den weiteren moralischen Abstieg innerhalb der Karriere von Screws. In der Vergangenheit hat ein Orange um Orange oder ein Screws oft Dinge gesagt oder halt getan, um eine gewisse Resonanz zu bekommen. Diese Resonanz wird, wenn sie dann zu kritisch ist, damit relativiert das, was ja nur ein Spaß war. It's just a prank, bro. Just a bit trolling. Das Ding an der Thematik ist, dass gerade in Bezug zu schwarzem Humor, also das Trolling auf humoröser Basis, dort vehement gegen Minderheiten geschossen wird. Und dabei geben wir uns in eine Richtung, die problematisch ist. Ich habe in Bezug zu diesem Thema einen sehr nicen Take von LeFloid. Und außerdem kann uns keiner was. Immerhin benutzen wir Hashtags wie Ironie oder Sarkasmus. Aber, Freunde, an dieser Stelle mal eine ganz kurze Info, die ihr wahrscheinlich nicht wisst, da ja einer eurer absoluten Lieblingsmoves ist, sich immer damit zu rechtfertigen, ja, sorry, aber wer unseren schwarzen Humor einfach nicht rafft, der ist einfach zu dumm. Nee, die eigentlich Dummen an der Stelle seid
ihr leider. Und das ist an der Stelle keine Frage von Meinung, sondern an dem, was ihr da behauptet, ist einfach alles falsch. Und zwar so falsch, wie es nur geht. Schwarzer Humor ist eine Form der Satire. Und Satire beispielsweise hat schon mal zur Aufgabe, sich mit problematischen gesellschaftlichen Bedingungen auseinanderzusetzen. Das heißt, auch Satire tritt niemals nach unten. Satire hat die Aufgabe, stets und ausschließlich nach oben zu treten. Ja, Satire ist eine der Waffen des politischen Kabarettismus zum Beispiel. Jetzt also auf politischen oder ethnischen oder was auch immer für Minderheiten rumzutreten, ist förmlich der Schmutz. Bereits vor 3 Monaten in meinem eigenen Video zu Skurrus aufgezeigt habe, besitzt Skurrus in Bezug zu Transmenschen menschenfeindliche Tendenzen, die definitiv besorgniserregend waren. Diese besorgniserregenden Tendenzen wurden jetzt nun mit dem Schauen des eindeutig transfeindlichen Videos What is a Woman auf ein ganz neues Level gehoben. In diesem Video von einer Person, Matt Walsh, die an Problematik nicht zu übertreffen ist, wird aktiv wissenschaftsfeindliche Hetze gegen Transmenschen fabriziert. Diese wissenschaftsfeindliche Hetze gegen eine der kleinsten Minderheiten innerhalb unserer Gesellschaft ist eine wichtige Säule in der Rechtsideologie der Amerikaner, aber auch hier in Deutschland. Selbst die AfD ist auf diesen in Amerika groß gewordenen rechtsideologischen Push aufgesprungen. Der Content Creator Tidal Floske hat eine sehr gute Zusammenfassung des Videos What is a Woman hochgeladen. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal einblenden. An der Stelle auf jeden Fall einmal Props an den Bruder. Ehre und gutes Video, gute Aufarbeitung dieses Themas. Insgesamt ist What is a Woman eine Dokumentation oder besser benannt einfach rechtsideologische Propaganda, die auf Fehlinformationen, Vorurteilen und einer verzerrten Sichtweise von Geschlecht und Geschlechtsidentität basiert. Sie dient dazu, Transpersonen zu entmenschlichen und zu diskreditieren und fördert eine schädliche und diskriminierende Sichtweise auf Geschlecht und Geschlechtsidentität. Walshs Ansichten und Darstellungen in diesem Machwerk sind nicht nur unwissenschaftlich, sondern auch gefährlich, da sie zur Stigmatisierung und Diskriminierung von Transpersonen beitragen. Das Ziel dieses Films ist es, eine bestimmte Sichtweise auf Geschlecht und Geschlechtsidentität zu fördern, die auf traditionellen und binären Vorstellungen von Geschlecht basiert und Menschen, die sich zwischen oder außerhalb des Spektrums bewegen, zu entmenschlichen und denen ihre Existenz abzusprechen. So viel zur groben Einordnung. Aber was genau verbirgt sich hinter dieser Faszination von Rechten in Bezug zu Transmenschen? Eigentlich relativ simpel. Wenn man sich die Rhetorik von Rechten gegen Transmenschen anguckt, dann ähnelt die sehr, sehr stark der Rhetorik gegen andere Minderheiten. Generell ist es ja so, dass faschistoide rechte Strukturen versuchen, den Status quo aufrechtzuerhalten. Das ist ja auch Teil des konservativistischen Gedankens. Problem ist nur, und da möchte ich meinen Professor zitieren, aus meinem damaligen Ergänzungsmodul Innovations- und Dienstleistungsmanagement, das einzig Konstante im Leben ist Veränderung. Und genau diese Veränderung ist das Problem innerhalb der Gleichung der Konservativisten. Denn auf gesellschaftliche, strukturelle, technologische Veränderung reagiert der Konservative immer gleich, reaktionär. Denn der Konservative möchte eigentlich den Status quo, wie er existiert, beibehalten. Denn es gibt eine gewisse Tendenz von Menschen, die konservativ sind, den Status quo beizubehalten, weil diese diejenigen sind, die von dem Status quo am meisten profitieren. Oder zumindest die Wahrnehmung besitzen, dass es so sein könnte. Heißt, gesellschaftliche Veränderung wird kategorisch als Problem angesehen und wird versucht, mit Strohmännern, mit Sündenböcken zu bekämpfen. In dem Fall werden historisch immer gerne Minderheiten genommen, um diese Veränderung im Keim zu ersticken. In dem Fall gerne Minderheiten, die schwächer sind, weil faschistoide Politik Machtstrukturen braucht, um in diesen zu agieren und versucht, diese aufrechtzuerhalten bzw. auszuweiten. Und da kommen wir dann zu Transmenschen. Denn Transmenschen sind die vulnerabelsten Gruppen in unserer Gesellschaft. Früher wurden zum Beispiel schwarze Menschen als Problem wahrgenommen innerhalb unseres politischen Systems, innerhalb unserer Gesellschaft. So wurden dann Symptome eines fehlerhaften, defizitären politischen Gesellschaftskonstruktes genommen und es innerhalb dieser rechten faschistoiden Rhetorik so dargestellt, als wären die Symptome, schwarze Menschen, die exorbitant stärker unter diesen Symptomen leiden, auch die Ursache des Problems. Anstatt das System zu überdenken und anzupassen, werden sozusagen die Symptome eines fehlerhaften Systems als die Ursache wahrgenommen und abgestempelt. Sozusagen wird dort auf einem kollektiven Level eine Täter-Opfer-Umkehr betrieben, die wir in Form von Videos und Beiträgen jetzt in Bezug zu Transmenschen hautnah erleben können. Aber ich spreche die ganze Zeit von faschistoiden rechten Strukturen. Wie komme ich überhaupt darauf? Nun, das liegt unter anderem daran, dass der Macher des Videos, Matt Walsh,
ein ultrarechter Faschist ist. Ich kann ihn öffentlich so bezeichnen, weil er von sich selber sagt, er ist ein theokratischer Faschist. Die Theokratie an der Stelle ist nämlich eine Regierungsform, in der die Kirche aktiv in den Staat eingreift. Sozusagen das, was wir im Iran beobachten. Matt Walsh stellt sich also vor, dass die Kirche Teil der Regierung sein sollte in Form von Legislative, Judikative und Exekutive. Das ist unglaublich problematisch. Ein Matt Walsh und seine Kumpanen, die Bubble, in der er sich bewegt, diese Bubble, die Videos, auf die sich ein Skrulls bezieht und die Werte, die ein Skrulls meint, hier in Deutschland zu teilen, vertreten ungefähr dieselben Werte wie die Taliban. Und um diesen Prozess und die fundamentalistische Ideologie nachvollziehen zu können, muss man nämlich zurückblicken in die Vergangenheit und sich mit den amerikanischen Evangelikalen auseinandersetzen. Da kann ich wärmstens 3 Arte-Dokus zu der Bewegung der Evangelikalen empfehlen. Der Begründer dieser ganzen Bewegung, Billy Graham, hat sich am Ende seiner Karriere, am Ende seines Lebens von seiner eigenen Bewegung distanziert, nachdem sie ihm zu faschistoid radikal geworden ist. Da diese Bewegung aktiv versucht hat, die Politik zu beeinflussen. Von solchen Strukturen sprechen wir. Fundamentalistische religiöse Fanatiker, die gegen kleine Minderheiten hetzen. Und dieses Gedankengut aus dem Land der Freien verwenden wir hier im Dialog und glauben, wir argumentieren für Menschen, was absolut hanebüchend ist. Wenn man sich mal wirklich mit der Thematik auseinandersetzt, merkt man eigentlich, wie unglaublich ideologisch verquert die Opposition von Human Rights, Trans Rights eigentlich ist. Denn ein Matt Walsh zum Beispiel, der Urheber der Dokumentation, auf die sich Skrulls bezieht, ist mehrfach schon in der Vergangenheit erwischt worden, wie er aktiv transfeindliche Lügen verbreitet, um ein Narrativ zu spinnen, dass Transmenschen gefährlich sind. You're talking about hormone blockers. Yeah. Millions of kids have been on hormone blockers, really? I'm sure someone's going to fact check me on that, but my guess is that we're into the millions now at this point. Yeah, that would be my guess. It says over the last 5 years there were at least 4,780 adolescents who started puberty blockers and had a prior gender dysphoria diagnosis. This says it's kind of undercounted, but that's that would be a big undercounting. Less than 1,000 people a year. Yeah. Yeah, I mean I would guess, you know, hundreds of thousands at this, but I could be wrong. Million sounds great. Ja. Da muss man nämlich nochmal erwähnen, das ist auch wichtig in der Thematik, weil, denn wir leben ja eigentlich im Westen in einer eher liberaleren Welt, dass die Tatsache, dass man sich als Transperson identifizieren kann oder halt als LGBTQ-Mitglied oder so, eigentlich nicht problematisch ist. Dieser Gedanke wird aber überbrückt, indem man sagt, es geht ja nicht um dich als Individuum, sondern es geht darum, dass du die Kinder in Ruhe lassen sollst. Hier werden sozusagen Kinder vorgeschoben als Grund für die Intoleranz. Alleine die Forschung bei Kindern, das bricht mir echt das Herz, Alter. Boah, Bruder, das mit den Kindern, das ist echt zu viel, Alter. Das ist mir echt zu viel. Ich kann da auch nicht zuhören, ne? Man wird als Transfeind abgestempelt. Für mich ist das ein Verbrechen. Für mich gehören diese Leute lebenslang in Haft, die das unterstützen bei Kindern. Hierbei ist anzumerken, dass es für Kinder nicht mal ebenso einfach ist, Gender-Affirming-Care zu bekommen. In Amerika nicht und in Europa auch nicht. Es ist nicht so, dass du einfach mit deinem Kind zum Arzt gehst und sagst, hey, Kind will was weiß ich was, so. Sondern das Kind wird erstmal therapeutisch begleitet. Erstmal dafür müsst du allein in Deutschland einen Termin bekommen, dass dein Kind überhaupt in der Lage sein könnte, diesen ganzen Prozess zu beginnen. Das dauert Jahre. Dahinter steckt Wissenschaft, also Fachpersonal, die mehr Ahnung haben als der übliche besorgte Bürger, beurteilt die Psyche des Kindes. Es gibt Tests, die dort und Testverfahren, die dort durchgelaufen werden müssen, bevor man überhaupt erst in der Regel im Gespräch ist, Hormonblocker oder derlei Dinge empfohlen zu bekommen. Das wird natürlich bei der Hetze, die von Seiten der AfD in Bezug zu Kindern und Kinderschutz verwendet wird, in keinster Weise berücksichtigt. Das ist auch einer der größten Indizien, dass die AfD, aber auch die radikalen Evangelikalen, inhärent wissenschaftsfeindlich argumentieren und in Wirklichkeit kein Interesse für Kinderschutz haben. Kinder und alle Leute werden automatisch sentimental. Diese Tatsache und dieselbe Rhetorik, aber in einem anderen Themenbereich, benutzt auch ein Carsten Stahl zum Beispiel. Das ist kein Zufall, dass die Unterstützer von Carsten Stahl hochgradig faschistoide Tendenzen aufweisen. Und warum ich das sage und warum ich das weiß, das sieht man an den Kommentaren der Menschen, die bewilligt sind, ihm zu folgen und seine Videos im Sinne seiner Plattform
zu kommentieren. Darauf gehe ich in meinem Video über Carsten Stahl auch in Gänze drauf ein und gebe auch Beispiele. Guckt euch das, wenn euch das interessiert, gerne nochmal an. Was ich aber abschließend zu Screwwurst noch sagen kann, ist, dass ich glaube, dass die Bewegung von einem in Anführungsstrichen normalen Creator rüber zum Casino-Streaming, rüber zu Andrew Tate und dieser rechtskonservativen Bubble ein natürlicher Prozess war. Denn betrachten wir doch mal die moralische Verwerflichkeit des Casino-Streams, ist es doch eigentlich logisch, dass dort auf eher sozialerer, linkerer Schiene innerhalb dieser Creator-Bubble Menschen nicht gewillt sind, dich in diesem Weg zu unterstützen. Bedeutet, Creator, die diesen Weg gewählt haben, Casino-Streaming, müssen sich automatisch einer anderen, eher weniger moralischen Bubble zuwenden, um Reichweite zu steigern und Relevanz beizubehalten. Sozusagen ist das Appellieren an Andrew Tate, Top-G, Cringe-Lords, Crypto-Bros, Dating-Coaches und andere Creator und Bubbles, die nicht wirklich ein stabiles moralisches Fundament besitzen, die natürliche Progression. Denn was diese ganzen Bubbles gemeinsam haben, ist dieser mystische Glaube und Fanatismus um die Rolle des Mannes innerhalb unserer Gesellschaft. Dabei muten all diese Menschen innerhalb dieser rechtskonservativen, maskulinen, toxischen Bubble eher an wie Leute, die eigentlich in ihrer Vergangenheit nie eine wirkliche, solide, anwesende und kohärente Vaterfigur hatten. Zu der Thematik habe ich ein Video gemacht. Guckt euch das gerne mal an, wenn ihr darüber mal in Tiefe nachdenken wollt, was eigentlich Männlichkeit bedeuten sollte und wie eigentlich wirkliche männliche Rollen aussehen sollten. Auch möchte ich an der Stelle noch anmerken, dass diese Menschen generell nicht in der Lage sind, Geschlecht als Spektrum wahrnehmen zu können. Um das euch mal ein wenig griffiger zu machen, die wenigen Top-Gs, die dieses Video bis zum Ende gucken würden, wenn man sagen würde, dass das Geschlechter binär sind und kein Spektrum sind und man dem männlichen Geschlecht gewisse Charakteristika zusprechen kann und dem weiblichen Geschlecht gewisse Charakteristika zusprechen kann, dann würde das ja bedeuten, dass jemand, der nicht unbedingt so einen Bizeps besitzt oder bufft ist und mehrere hunderte Kilos Bankdrücken, Kniebeugen, was weiß ich was kann, kein Mann ist. Also all diese Leute unter euch, die nicht in der Lage sind, das Doppelte oder Dreifache des Körpergewichtes zu heben, ihr seid keine Männer. Was ja offensichtlich Quatsch ist. Die meisten Männer wissen, dass nur weil sie nicht stärker sind als alle anderen, sie trotzdem noch Männer sind. Und bei Frauen ist das genauso. Heißt, gewisse Charakteristika sind nicht automatisch ein Ausschlusskriterium für ein Geschlecht oder ein anderes. Es gibt eine Vielzahl an Charakteristika, die du erfüllen solltest, aber nicht musst, um dich als Mann oder Frau zu identifizieren, denn es ist eine Identifikationssache. Das war mehr oder minder meine Two Cents zu dieser ganzen Debatte um Screws und Casino und alles, was damit zu tun hat. Ich wollte die ganzen Sachen nicht nochmal aufgreifen. Wir haben das schon gehört. Die Creator, dessen Videos ich hier verwendet habe für mein Video, haben halt auch schon gute Arbeit geleistet. Ich kann an der Stelle auch nochmal Alpha Kevins Video zu Screwers und Orange Morange empfehlen. Die zeigen das nochmal alles in Tiefe ein Stückchen anders auf. Ich wollte, wie gesagt, hier nochmal die Situation nutzen, um meine Two Cents zu dieser ganzen Debatte hinzuzufügen. An der Stelle kann ich nur noch sagen, folgt mir auf Instagram, trinkt genug Wasser, esst genug, treibt Sport und macht all das richtig, was ich falsch mache. Wir sehen uns im nächsten Video.